Der Christoph nimmt's ganz genau und der Ball ist frei. Da Silva orientiert sich da sofort nach vorne. Und es ist ja so wichtig, dass die ersten Ballkontakte nach diesem nervenaufreibenden Warten, nach dem vielen Hin und Her, nach der Unsicherheit, wer wird spielen, dass die klappen, dass man den Ball erstmal sicher annimmt, dass der Pass, den man schlägt, an den Mann kommt, wie der von Friedl zu Völler. Oh, und da fängt schon so an, wie alle das befürchtet haben. Das erste ganz grobe Foul von Victor Diogo, der Nummer 4, gegen Rudi Völler. Strenge Ermahnung gleich durch Schiedsrichter Christoph. Hoffentlich greift er durch, denn die Südamerikaner können Fußball spielen. Darüber gibt es keinen Zweifel, aber für ihre Härte sind sie gefürchtet. Die Abseitsfalle, der Versuch hat nicht geklappt. Breme. Schade, dass Rudi Völler, glaube ich, war es da, ausgerutscht ist beim Versuch, den Ball noch herumzuziehen. Da Silva und Karl-Heinz Förster, der sich um den Mittelstürmer, die einzige echte Angriffsspitze, kümmern soll. Förster. Matthäus. Völler löst sich. Schade, ein bisschen zu lang. Diogo. Der rechte Außenverteidiger. Jorge Barrios, der bei Olympiakos Piräus spielt. Schöner Fehlpass. Wechsel auf Briegel. Klaus Allofs. Augenthaler. Alle Spieler im Augenblick in der Hälfte der Urus. Breme. Ja, und da passiert genau das, was man den Urus nachsagt. Dass sie immer noch treten, wenn der Ball schon weg ist, wie in diesem Fall. Breme hatte längst abgespielt. Und da kam dann noch einmal der Schlag gegen das Schienbein. Die deutschen Betreuer dürfen nicht auf das Feld. Man will das ja hier streng handhaben. Aber der Andi Breme ist keiner, der schauspielert. Und dafür hätte man auch schon die gelbe Karte zeigen können. Das ist Francescoli mit der 10. Der große Star der Mannschaft aus Uruguay. Er spielt ja in Argentinien. Oh, und ein böser Fehler und eine Möglichkeit für Uruguay. Die erste. Schumacher draußen und der Ball ist nicht drin. Oder? Doch, der Linienrichter läuft um Himmels Willen. Der Linienrichter sofort angezeigt. Tor. Ich konnte es nicht sehen. Schauen wir uns die Zeitlupe an. Ja. Der Ball ist drin, zweifellos. Die Nummer 7, Alzamendi. Gespielt 4,5 Minuten nach einem groben Fehler. Die Führung für Uruguay. Tja, da haben sie den Torschützen. Das ist bitter, denn die Urus haben einen gut gestaffeltes Abwehrbollwerk und nach diesem frühen Führungstreffer muss die deutsche Mannschaft kommen, muss noch viel mehr riskieren, als sie sicherlich
in den Vorgesprächen, in den taktischen überhaupt jemals riskieren wollte. Mein Gott, ist das ein bitterer Beginn. Rossio, von Matthäus gestoppt, Augenthaler. Hoffentlich verdauen sie den Schock, hoffentlich. Riegel, schön gespielt, auf Alofs. Das war Acevedo, der Libero. Einer der vier Spieler in dieser Mannschaft, die in Uruguay spielen, sieben sind sogenannte Legionäre. Matthäus. Alofs. Santin, einer der offensiven Mittelfeldspieler mit der Nummer 11 bei Uruguay. Diogo. Rossio. Und Francescoli. Diesmal von Berthold attackiert. Torhüter Alves, der zweite Mann, Stammtorwart Rodriguez, ist verletzt, beziehungsweise noch nicht wieder gesund nach einer Operation. Diogo. Gutierrez. Felix Magath. Alofs. Löst sich schön von seinem Gegner. Also ich muss gestehen, ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Nach 4,5 Minuten führt Uruguay 1-0. Und ich habe jetzt wirklich nochmal nachdenken müssen. Ich glaube, es war Lothar Matthäus, der diesen unglückseligen Rückpass Richtung eigenes Tor und genau in die Beine von Alzamendi geschlagen hat. Da ist er. Schöner Schuss und... Oh! Puh, da hätte er es fast schon wieder gut gemacht, der Lothar Matthäus. Erster Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Nachdem Torhüter Alves wohl doch ein bisschen überrascht war von diesem harten Schuss. Alle Langen in der deutschen Mannschaft sind vorne. Berthold, Riegel, natürlich Völler. Und Alves.
Der Torhüter hat einen seiner eigenen Spieler verletzt und diesmal erlaubt Schiedsrichter Christoph, dass die Betreuer aufs Feld kommen. An der Seite machen sich aber auch schon zwei weiß gekleidete Herren mit der Trage fertig. Sie wissen es vielleicht schon, Bossio ist der Verletzte. Dass hier auf dem Spielfeld nicht lang behandelt werden darf, sondern dass die Spieler notfalls herausgetragen und an der Seitenlinie behandelt werden müssen. Aber Bossio steht schon wieder. Sehr faire Geste, den Ball dem Gegner zurückzugeben, nachdem der ihn ja, um die Behandlung zu ermöglichen, selbst ins Ausgeworfen hat. Das Stadion übrigens nicht ganz ausverkauft. 39.000 Zuschauer gehen herein. Ich schätze, 35.000 werden es sein. Jeder. Da Silva. Jorge Batista. Augenthaler. Völler geht halb links. Schöner Pass. Rudi Völler. Das könnte was werden. Und Alves, der Torhüter. Die zweite große Chance für die deutsche Mannschaft, die wohl den Schock des frühen Führungstores doch schon weggesteckt, verdaut hat. Herrlicher Pass von Augenthaler auf Völler. Glanzparade Alves. Puh. Francescoli, El Principe nennen sie ihn in Argentinien. Er spielt ja beim diesjährigen Meister River Plate Buenos Aires, demnächst aber zusammen mit Litbarski bei Racing Paris. 25 Tore hat er gemacht für den argentinischen Meister. Ein brandgefährlicher Mann. Felix Magath. Wieder Rudi Völler. Zweikampfstark und wieder Francescoli. Ja, mein Kollege Franz Schäffner, liebe Zuschauer, schreibt mir gerade auf. Also ich war so konsterniert über dieses Tor, ich gebe das ganz ehrlich zu. Er meint, Rudi Völler wäre derjenige gewesen, der den Ball da Richtung deutsches Tor geschlagen hat. Nicht ahnend natürlich, was daraus entstehen könnte. Aber sei es wie es sei, Uruguay führt mit 1:0, gespielt sind 13,5 Minuten. Zwei große Möglichkeiten bisher für das deutsche Team. Das ist natürlich seine Aktivitäten Richtung gegnerisches Tor verstärken muss. Matthäus. Sehr kopfballstark, das sieht man jetzt schon. Die Abwehr Uruguays. Riegel. Und der Torschütze Alzamendi. Agat, Paul.
Es ist jetzt schon zum dritten Mal Jorge Barrios, der Kapitän. Klaus Augenthaler. Felix Magath. Auf der linken Seite immer eine ganze Menge Platz, jetzt für Breme. Riegel. Erfolg gescheitert und Francescoli. Aber eh dabei. Santin mit der 11. Francescoli. Berthold, Matthäus, Magath. Kein Abseits. Francescoli. Da Silva. Und da drüben wieder der Torschütze. Oh, oh, oh. Diese Konter sind natürlich gefährlich. Ich finde, die deutsche Mannschaft spielt recht gut. Versucht, den Ball kontrolliert nach vorne zu bringen, nicht überhastet. Aber die Konter der Urus sind gefährlich. Felix Magath. Breme. Sehr viel unterwegs. Alofs startet. Foul. Wieder mal von Diogo, dem Rechtsverteidiger. Er gilt als der härteste Bursche. Und ausgerechnet mit dem hat es Klaus Allofs zu tun. Breme. Matthäus und Förster, die einander da behindern. Riegel, Augenthaler. Berthold. Ja, der Ball ist weg, aber der Mann wird genommen. Ziemlich erbarmungslos. Jorge Batista war das. Und nun eine der viel geübten Situationen. Freistoß Matthäus, meistens auf die lange Ecke gezogen. Förster. Breme. Augenthaler. Überlaufen, überspielt. Und die zweite große Möglichkeit. Jetzt aber kein Elfmeter. Nein, nein. Augenthaler ganz sauber im richtigen Moment den Ball gespielt. Berthold und Matthäus, die beiden haben auf der rechten Seite im Mittelfeld eine Menge Platz. Oh, oh, haben Sie das gesehen? Wie dieser Alves mit dem Fuß voraus
den Ball aufnimmt. Das ist ja kriminell. Hans-Peter Briegel, kraftvoll, bietet sich immer wieder an, läuft sich frei, schlägt schöne Pässe, Völler. Aber Gutierrez ist ein starker Abwehrspieler, der Vorstopper der Urus. Jeder sollte da nicht reklamieren, hat keinen Zweck, macht bloß böses Blut beim Schiedsrichter. Also der Mann mit der Nummer 7, Antonio Alzamendi, ist ein ewiger Unruheherd. Mit dem hatte man gar nicht so gerechnet. Felix Magath, Berthold. Da ist das nächste Foul zu erwarten. Nein, diesmal nicht. Schön geklärt von Santin. Magath, Breme, Riedel ist links frei. Ah, schade, hat er nicht gesehen. Ich erfahre gerade aus Baden-Baden, dass wir viele Anrufe haben, von wem denn dieser unglückselige Fehlpass stammt. Die Kollegen in der Heimatredaktion haben inzwischen nochmal nachgeguckt. Es war Rudi Völler. Matthäus, Paul. Das ist das Nette bei dem Bossio, der ständig faul spielt, dass er hinterher auch immer noch reklamiert und sich ungerecht behandelt fühlt. Ja, daraus ist tatsächlich noch ein Eckstoß geworden. Der zweite für die deutsche Mannschaft. Minuten sind vergangen. Uruguay führt 1-0. Nochmal Matthäus. Dritter Versuch. Berthold. Oh, und nicht sehr sicher, was Fernando Alves, der Keeper, da macht, aber er hat Glück. Santin. Francescoli. Da Silva. Bossio. Berthold. Rudi Völler. Schön gemacht.
Ja, völlig richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Alofs hatte da geschoben, Freistoß für Uruguay. Fünfmal haben beide Länder gegeneinander gespielt. Viermal hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Dann hoffen wir mal das Beste für heute. Riedel. Eder. Matthäus. Ah, schade. Uruguay kommt ganz langsam aus der eigenen Hälfte, aber sie werden auch nicht angegriffen. Schauen Sie, der ballführende Mann vom eigenen Strafraum bis in die Mitte der deutschen Hälfte gelaufen. Francescoli. Immer wieder sucht man ihn, hofft auf seine Einfälle, auf seine technischen Fähigkeiten. Böses Missverständnis. Da Silva. Alzamendi. Und gefürchtet für seine Fernschüsse Rechtsverteidiger Diogo. Felix Magath. Hoffentlich kann er dem Spiel die entscheidenden Impulse geben. Berthold. Klaus Allofs. Gescheitert an Barrios, dem Kapitän. Diogo. Francesco. Förster vor Da Silva und wieder war es Antonio Alzamendi, der da nach dem schönen Pass von Francescoli auf und davon ging. Tja, Franz Beckenbauer, genervt wie selten in den letzten Wochen, nervös, gereizt und hier scheinbar, aber wirklich nur scheinbar die Ruhe selbst. Berthold und endlich mal 3 gegen 3, Berthold. Ah. Und jetzt gibt es die erste gelbe Karte. Natürlich. Und Rudi Völler erregt. Ich kann es begreifen. Gelb für Victor Diogo, den rechten Verteidiger, der schon ein paar Mal unliebsam aufgefallen ist. Spielt in Rio de Janeiro, wo man eigentlich den technischen Fußball bevorzugt. Betroffen ist Berthold, die Betreuer dürfen auf den Platz. Tja, mit solchen Mitteln kann man Tormöglichkeiten natürlich auch unterbinden. Das passiert immer wieder mal, aber gerade Diogo, der Mann mit der Nummer 4, ist einer der härtesten da drin. Barrios steht ihm nicht nach und wo Gutierrez, der Mann mit der Nummer 2, hinlangt, da wächst meistens auch kein Gras mehr. Die Spieler nutzen natürlich eine solche Unterbrechung, um sich zu erfrischen. Die Betreuer bringen da immer etwas mit aufs Feld. Rudi Völler ist an der Seitenlinie, hat sich da was abgeholt. Und Berthold, Gott sei Dank, kann weiterspielen.
Riegel. Riegel! Und dieser Fernando Alves im Tor ist wirklich ein guter Ersatz für die Nummer 1, die verletzt ist. Eder. Rudi Völler. Berthold sehr viel am Ball, arbeitet viel. Augenthaler. Alofs hat sich den Ball da schön wiedererkämpft, da war Francescoli. Santin. Abseits. Richtige Entscheidung im Moment, da Felix Magath den Pass schlug, war Völler mindestens auf gleicher Höhe. Gutierrez. Eder. Augenthaler. Hat Platz, kann gehen. Sollte Ausputzer spielen, aber muss sich jetzt natürlich auch gelegentlich nach vorn orientieren. Lothar Matthäus. Magath. Der beschwert sich auch noch, der liebe Alsamendi. Die Mauer ist jetzt nur noch 5 Meter weg, würde ich schätzen. So im Trippelschritt sind die Uros da immer weiter auf den Ball zugegangen. Aber Christoph meint, nun spielt mal endlich. Alofs. Mal Freistoß Uruguay. Tja, und sie lassen sich Zeit, sehr viel Zeit. Schön gemacht, Francescoli. Berthold, Matthäus, vorne nur Rudi Völler, die deutsche Mannschaft baut langsam auf, aber es ist auch unglaublich heiß dort unten auf dem Spielfeld. Breme, Augenthaler, Berthold, guter Schuss. Da Silva. Und Francescoli. Ja, klares Foul. Nein, Schiedsrichter entscheidet. Weiterspielen. Matthäus. Oh. Barrios. Alsamendi.
wenig weltmeisterlich, was hier am Fernseh- und Hörfunkarbeit bis jetzt geleistet wurde von der mexikanischen Technik. Die waren 68 und 70 wesentlich besser. Brieche. Breme. Ja, das war zu erwarten. Er hat Glück gehabt, der Andi Breme, dass der bereits verwarnte Diogo ihn da nicht richtig getroffen hat. Alonso. Aber Freistoß für Uruguay. Augenthaler. Förster. Magath. Rudi Völler. Versucht immer wieder auszuweichen auf dem Flügel, um sich der engen Bewachung in der Mitte zu entziehen. Gefährliches Spiel, ganz logisch. Der Bremer ist ja schließlich nicht mit dem Kopf nach unten gegangen, sondern der andere mit dem Bein nach oben. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Bremer. Augenthaler. Mit den Schüssen aus der zweiten Reihe klappt es bei Berthold besser. Aber auch noch nicht so richtig, bei Augenthaler noch gar nicht. Und die Bank der Urus, was Sie nicht sehen können, die signalisieren zu dritt und zu viert die Zeit, ruhig spielen. Haltet den Ball, spielt lieber zurück. Ah, und wieder. Blitzschnell dieser Alzamendi. Alle sprachen sie immer nur vom Spieler mit der Nummer 10, von Francescoli. Aber dieser Alzamendi ist blitzgefährlich. Sowas von schnell und technisch gut. Eder. Rudi Völler. Ah, schön gemacht. Ja, gute Einzelleistung, auch wenn der Schuss in die Wolken ging. Gutierrez, lange Abschläge, immer wieder kopfballstark auf Francescoli. Hans-Peter Briegel. Breme. Ja, und wieder schaltet Alzamendi schneller als alle anderen. Da Silva. Magath. Alofs. Breme. Alofs geht. Oh, das war wieder. Puh.
Felix Magath, schön aufgelegt für Alofs. Die deutsche Mannschaft baut behutsam breit auf, aber es bleibt ja auch fast nichts anderes übrig. Die Urus in zwei Linien, eine etwa in der Mitte der eigenen Hälfte, die zweite dann vor dem Strafraum dicht gestaffelt. Alzamendi. Ja. Schiedsrichter Christoph Mainz, Herr Barrios sollte ganz schnell aufstehen. Spiel läuft weiter. Matthäus. Völler ist da. Nein, kommt nicht ganz hin. Ach. Völler. Berthold. Ah, kriegt wieder eine mit. Gleichzeitig mit diesem Foulspiel der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Christoph, Uruguay führt 1-0. Ich finde, die deutsche Mannschaft spielt wirklich nicht schlecht, ist einmal durch einen unglücklichen Rückpass überrascht worden. Chancen waren da, ein Tor zu erzielen, aber auch die Urus hatten noch zwei Möglichkeiten. Das sollte man gerechterweise nicht vergessen bei ihren Kontern. Alle Hoffnung also ruht auf der zweiten Halbzeit, mit der wir uns dann wieder melden. Zunächst aus Querétaro unter glühender Sonne zurück nach Hamburg zur Tagesschau. Richtig erkannt auf dem vorliegenden Bild. Pierre Littbarski ist ins Spiel gekommen. Herausgegangen ist Andreas Brehme. Bei Uruguay, soweit ich bis jetzt erkennen kann, kein Wechsel. Nein, ist bestätigt worden eben von der FIFA. Also, Pierre Littbarski soll das Angriffsspiel der deutschen Mannschaft verstärken, mehr Druck erzeugen, um die eben besprochenen Fehler in der Abwehr Uruguays vielleicht zu provozieren. Riegel. Felix Magath. Norbert Eder. Da ist Littbarski erstmals am Ball. Für Alofs. Und Schiedsrichter Christoph entscheidet Torabstoß. Die Gestik des Schiedsrichters läuft sich ein weiterer Abwehrspieler warm, wird aber jetzt nochmal von seiner Bank zurückgenommen. Riegel, Berthold, Förster, Magath, Augenthaler. Foul von Littbarski gegen Santin.
Da werden jetzt Trikots getauscht. Haben die vielleicht frische angezogen und dabei verwechselt, dass die Rückennummer nicht gestimmt haben. Mit der 6, das müsste Batista sein. Und das haben sie wohl gerade noch gemerkt. Da Silva. Und wieder entscheidet Schiedsrichter Christoph weiterspielen. Entweder muss Uruguays Mittelstürmer an der Seitenlinie oder außerhalb behandelt werden. Jetzt laufen die Betreuer trotzdem aufs Feld. Bin ich mal gespannt, was er macht. Er schickt sie zurück. Beckenbauer tobt da unten an der Linie rum. Köppel auch. Wissen natürlich, dass das alles Zeitschinderei ist. Nicht unbedingt, was dem da Silva da passiert ist. Das hat vielleicht sehr weh getan. Aber das unerlaubte Hereinlaufen der Betreuer. Francescoli, Barrios. Und 3 Minuten nach Wiederanpfiff der erste Eckstoß für Uruguay. Santin. Litbarski. Jetzt muss er gehen. Hat Platz. Links Völler frei. Ah. Schade, das hat er nicht gesehen, der Kölner. Viele Fehlpässe, wenn es schnell gehen soll in der deutschen Mannschaft, auch auf kurze Distanz. Förster, oh, das war aber auch verdammt hart, was der Stuttgarter da gemacht hat. Diogo, Santin, da Silva. Mit der Faust gearbeitet. Diogo. Augenthaler gegen Francescoli. Das ist schon ein glänzender Fußballspieler mit der Nummer 10 aus Uruguay. Litbarski mit frischen Kräften. Der Völler. Die deutsche Mannschaft nicht so schwung- und druckvoll
wie man sich das beim Rückstand und nach der Pause in der Kabine eigentlich gewünscht hätte. Eckstoß. Klaus Allofs soll ihn hereinschlagen. Barski. Wiegel. Ah, und noch eine Möglichkeit. Aber schauen Sie sich diese Kette, diesen Wall aus blau-weißen Spielern an. Kein Durchkommen. Schlechter Pass von Augenthaler. Aber gut gemacht von Berthold. Völler. Vorteil. Berthold. Sehr viele Unterbrechungen jetzt, viele Fouls auf beiden Seiten und schade, dass Berthold, der so viel Freiraum auf der rechten Seite oft hat, zu wenig daraus macht. Die Pässe, die Flanken, nicht nur bei ihm freilich, kommen einfach nicht an. Da Silva. Foul. Kriegt Augenthaler mit Sicherheit die gelbe Karte. Die Spieler Uruguays bestürmen Schiedsrichter Christoph. Aber der scheint die Karte in der Tasche lassen zu wollen, obwohl man dafür sicherlich auch gelb geben musste. Aber gefährliche Freistoßentfernung, 18 Meter. Bloß keinen zweiten Gegentreffer. Francescoli. Riegel, Magath geht links. Diogos. Wenn Sie mal zu Hause ein bisschen mit auf die Uhr schauen, das sind jetzt schon gut 20 Sekunden. Nur 25, bis nach diesem Ausball weitergespielt werden kann. Ein Wechsel in der Mannschaft Uruguays. Die Nummer 8, Kapitän Jorge Barrios, verlässt das Spielfeld humpelnd, ist angeschlagen. Hereinkommt ein defensiver Mittelfeldspieler, nämlich Sara Legui. Diogo.
Felix Magath. Was ich nicht so ganz verstehe, Littbarski fast immer mehr in der Mitte als auf einer Außenposition, wo er sicher leichter hätte, mal zu gehen und vorbeizukommen und zu flanken. Jeder. Briegel, mein Gott, der hat einen ganz roten Kopf. Kein Wunder. Die Temperaturen da unten für mitteleuropäische Verhältnisse zum Fußballspielen sicherlich ungemein heiß. Eder. Littbarski. Ah. Erste Möglichkeit für die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit, aber noch immer führt Uruguay 1-0. Und wenn ich das da unten auf der deutschen Bank, die sitzen ja in einem Graben, richtig deute, dann macht sich jetzt Kalle Rummenigge fertig. ...32 Minuten noch, um den Rückstand aufzuholen. Augenthaler. Ja, es gibt viele Szenen, in denen die Spieler Uruguays einfach schneller wirken. Gedanklich und auch auf den Beinen. Ja, Rummenigge läuft sich warm. Vielleicht bewirkt sein Eintritt ins Spiel ja so etwas wie einen psychologischen Ruck. Sie erinnern sich alle an das fast hoffnungslose Zurückliegen bei der WM in Spanien gegen Frankreich. Und dann kam Rummenigge und leitete die Wende ein. Der neue Mann, Saga Ligui, überlässt für Diogo. Francescoli. Das gibt gegen den eben eingewechselten Saga Ligui ebenfalls die gelbe Karte. Förster, Berthold und Magath. Ah, das ist schmerzhaft, solche Ballverluste und dann wieder hinter dem Gegner herrennen müssen bei dieser Hitze. Und das ist immer noch schwerer, als selbst nach vorn zu kommen. Diogo. Francescoli. Viel unterwegs. Holt sich die Bälle, ist in der Spitze ein guter Mann. Saga Ligui. Förster, Briegel geht links. Ach, wieder. Also die Zahl der Fehlpässe ist schon sehr groß.
Aber der Einsatz gut, dadurch zurück, erkämpft den Ball. Magat. Völler. Und die Möglichkeit. Ah. Schade, das war ein bisschen einen Schritt zu spät. Inzwischen Abseitsentscheidung. Jeder. Matthäus. Völler. Torabstoß. Ernsthafte Versuche bei Uruguay anzugreifen. Karl-Heinz Förster. Nein. Also ein bisschen mehr Spielwitz, ein paar mehr Einfälle sollte die deutsche Mannschaft schon produzieren. So läuft das nicht. Diogo, Saralegui, Augenthaler, Rummenigge wird noch mal ein bisschen massiert. Ich bin gespannt, wen Franz Beckenbauer aus dem Spiel nehmen wird. Felix Magath. Riegel. Alofs. Also, wo da eine Abseitsstellung gewesen sein soll, das hat wahrscheinlich auch nur der Linienrichter gesehen, aber es ist so entschieden. Ja, da ist mal wieder überhaupt keiner aus der deutschen Abwehr. Augenthaler kommt und trifft den Ball. Gott sei Dank. Noch 25 Minuten. Barski, Briegel. Es ist jedes Mal so. Und Briegel hat sich sicherlich wieder an der ohnehin schon lädierten Schulter wehgetan.
aber er ist wieder auf. Alos. Augenthaler. Ah, Pfosten. Boah, die größte Chance für die deutsche Mannschaft. Pfostenschuss von Klaus Augenthaler. Schauen Sie, da kommt er. Und die Latte war es sogar, oben am Dreieck. Da wäre Alves chancenlos gewesen, aber wäre. Nochmal Klaus Allofs. Und da spielt Torhüter Alves. Aber nun wirklich Theater. Das kann mir kein Mensch erzählen. Der Berthold hat ihn überhaupt nicht berührt. Er hat in aller Ruhe den Ball gefangen. Und Schiedsrichter Christoph sagt weiter, und zwar sofort. Ich bin ja gespannt, wie er jetzt reagiert. Die Abwehrspieler Uruguays weigern sich weiter zu spielen. Schauen sich die Szene nochmal an. Da, nachdem er den Ball nicht gekriegt hatte, tut es ihm weh. Felix Magath ist an die Betreuerbank gelaufen. Irgendetwas mit seinen Linsen stimmt wohl nicht. Und ich glaube, dass Lothar Matthäus das Spielfeld verlassen wird. Ja, Lothar Matthäus verlässt das Feld und Rummenigge kommt. Hoffentlich nützt es was. So, Torhüter Alves längst wieder auf den Beinen. Rummenigge im Spiel, Matthäus draußen. Das Wechselkontingent für Franz Beckenbauer erschöpft. Rummenigge orientiert sich auf den rechten Flügel. Erster Ballkontakt. Foul an Witarski. Ja, das werden wir jetzt in den verbleibenden 20... Aufs Telefon wieder. Natürlich buchstäblich mit einem Foul bestraft. Rummenigge. Alle sagen, er sei fit und es sei lediglich die gedankliche Sperre, die ihn noch ein bisschen hindere. Und wieder Francescoli.
Riegel. Diesmal einen Schritt vor Alsamendi. Hallo. Völler Abseits. Litbarski hat sich jetzt deutlich auf rechts, nach rechts außen orientiert. Rummenigge in der Mitte. Alof und Völler wechseln ständig. Litbarski. Ah, das schien mir aber ein sehr einwandfreier Einsatz von Eder gegen Francescoli. Und was mich wundert, die Schiedsrichter beachten die 4-Sekunden-Regel, also die Regel, die die Zeit einschränkt, in der der Torwart den Ball halten darf, überhaupt nicht. Ich habe jetzt gerade mal mitgestoppt bei Uruguays Keeper Alves, das waren 8 Sekunden. Felix Magath. Die großen Impulse hat er dem Spiel leider auch nicht geben können. Aufpassen, da kommt wieder einer. Batista. Saralegi. Oje, oje. Schön geklärt von Magath.
gerade Bildausfall bei Ihnen zu Hause. Das tut mir leid, das ist natürlich bitter. Also gut, noch 13 Minuten zu spielen. Freistoß für Uruguay vor dem eigenen 16 Meter. Und wie immer, was Sie bis jetzt haben, auch optisch verfolgen können, lassen Sie sich viel Zeit. Rückpass auf den Keeper. Und der wirft dann auf die eigene rechte Seite ab, auf Verteidiger Iogo. Der Mann, der sich jetzt merklich zurückhält in seinen Attacken. Mittelfeldgeplänkel, dann wieder Francescoli am Ball. Aber Fehlpass, Augenthaler dazwischen, auf Rummenig in halblinke Position. Dann Magat noch in der eigenen Hälfte, wird er hart attackiert und gefoult. Erneut Freistoß für die deutsche Mannschaft. Augenthaler an der Mittellinie, halblinke Position. Schiebt das Leder zu Rummenigge. Rummenigge in Mittelstürmerposition. Versucht vorbeizukommen. Schiebt dann auf Alloch. Der ist im Strafraum, aber hat den Ball auf der falschen, nämlich auf der rechten Seite. Und hat sich dann im Zweikampf gegen Vorstopper Gutierrez zu hart eingesetzt. Freistoß für Uruguay. Und die Zeit verrinnt, die Zeit verrinnt. Noch 12 Minuten bleiben der deutschen Mannschaft, um wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Um nicht wieder in einem ersten Gruppenspiel, wie so oft schon, einen Fehlstart zu erleben. Jetzt hat Uruguays Keeper abgeschlagen. Weit in die deutsche Hälfte hinein. Eder, schön, mit Kopfball geklärt. Auf Berthold, der ein bisschen untergetaucht ist, aber jetzt wieder die zweite Luft bekommen. Hat Uruguay. Dribbelt, spielt dann quer auf Eder. Nur noch Augenthaler in der eigenen Hälfte und Eder versucht zu dribbeln und kriegt wieder einen Tritt auf das Schienbein. Aber der Bayern-Vorstopper steht schon wieder. So, jetzt sehen Sie angeblich wieder. Ich hoffe, dass das stimmt. Das ist hier alles sehr schwer zu verstehen. Augenthaler. Oh, da hat er Glück. Das geht quer durch die deutsche Mannschaft. Immer wieder Fehlpässe. Bei Uruguay ein erneuter Wechsel. Venancio Ramos mit der Nummer 19 soll ins Spiel kommen. Rummenigge, schön mit dem Kopf weiter für Rudi Völler. Ja, aber da muss er sich schon wieder zweimal drehen. Jetzt vielleicht bringt er ihn nach innen. Nein. Sehr gut diesmal abgeschirmt von Diogos, dem Rechtsverteidiger. Alzamendi. Da Silva. Francescoli. Ah, der hat ein Auge für das Spiel. Ferralegi. Abseits. Nicht gegeben, das ist doch wohl nicht möglich. Da hat der Linienrichter auf Deutsch gesagt gepennt. Da hat er nicht nur schwarze Kleidung an, sondern schlicht eine schwarze Brille oder ein schwarzes Tuch über den Augen gehabt. Das hätte ja gerade noch gefehlt. Briegel. Schön gemacht von Briegel. Fünfter Eckstoß für Deutschland. Jetzt wird gewechselt bei Uruguay. Der Torschütze Alzamendi soll das Spielfeld verlassen. Und für ihn. Rummenigge will den fälligen Eckstoß ausführen, muss natürlich warten, bis der neue Mann Ramos im Spielfeld ist. Nochmal Rummenigge. Und Berthold! Ah! Ja, dieser zweite Torwart Uruguays ist schon ein guter Mann. Berthold, schön, aber Alves. Alves hält sich das Gesicht, hat wohl von Berthold was auf die Nase gekriegt bei diesem Kopfball.
Und der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Unterbrechungen haben sich in der zweiten Halbzeit doch gehäuft. Die deutschen Betreuer stehen mit gelben Flaschen mit Erfrischungsgetränken an der Seitenlinie, aber keiner der deutschen Spieler läuft da hinaus. Der Weg ist einfach zu lang und man spürt, sie raffen sich noch einmal zusammen, sie mobilisieren die letzten Kräfte. Sie wollen ganz einfach den Ausgleich erzwingen. Förster, Alofs, schön weitergeleitet. Briegel! Ah! Gut, ich höre, dass es wieder mal kein Bild in Deutschland gibt. Kleine Rangelei mit Briegel an der Seitenlinie, aber mit Einwurf fortgesetzter Spiel. Rummenigge, Litbarski und der wird gefoult. Halblinke Position, etwa 25 Meter vor dem Tor. Freistoß für die deutsche Mannschaft. Klaus Allofs läuft dahin, holt sich den Ball. Natürlich eilt es den deutschen Spielern jetzt. Aber da stellt sich erstmal wieder einer aus der Abwehr Uruguays einen Meter davor. Jetzt ist der Ball einigermaßen frei. 4, 5, 6 deutsche Angreifer jetzt im Strafraum. Allofs. Halblinke Position, wird den Ball nach rechts hinüberziehen, müsste sich ein bisschen beeilen. Die Mauer natürlich nicht weit genug entfernt und dadurch schießt er Saralegi an. Einwurf von Allofs, sofort ausgeführt, zurückgeworfen auf Augenthaler, der mit öffnendem Pass auf die rechte Seite, da steht Eder, bringt den Ball nach innen. Aber dann ist die Abwehr Uruguays wieder dazwischen. Rummenigge, sehr schön geholt im Strafraum. Magath zieht den Ball nach innen. Möglichkeit für Berthold. Schießt einen Gegner an. Litbarski Nachschuss. Wieder einen angeschossen und der hat mit der Hand geklärt. Aber das wird nicht gepfiffen. Immer noch der Ball im Strafraum Uruguays. Allofs bringt ihn nach innen. Zwei Mann, drei Mann gehen vorbei und klares Foul an Völler. Der wurde vom Torwart und vom Stopper umgerannt. Und jetzt sehen Sie wohl wieder was. Also diese Übertragungen hier sind schon nervig. Und Allofs. Und das Tor! Endlich haben sie es geschafft. Gott sei Dank und sie haben es gesehen. Na endlich. Da ist es. Das 1:1. Längst verdient. Druck haben sie gemacht in diesen letzten Minuten, den man ihnen gar nicht mehr zugetraut hätte. 1:1. Klaus Allofs in die lange Ecke. Mein Gott, war das nervenzerfetzend. Und jetzt rennen die deutschen Spieler schnell an die Seitenlinie. Briegel erfrischt sich. Rudi Völler, den sie gerade böse genommen hatten im Strafraum. Aber das blieb ungeahndet, genau wie vorher, was sie nicht haben sehen können. Eine Abwehr per Hand. 5 Minuten vor dem Abpfiff. 1:1. Oh, ist der schnell. Und Schumacher. Das war der neue Mann. Ramos, der da rechts durchzog. Rudi Völler. Hey, was war der heute schon unterwegs? Nach rechts, nach links, in die Spitze, nach hinten, um sich Bälle zu holen. Also ich muss sagen, die Kondition der deutschen Mannschaft, die scheint mir wirklich fabelhaft zu sein. Bei diesen Hitzegraden immer und immer und immer wieder gegen das gegnerische Tor zu rennen. Magath ist frei. Schade, nicht gesehen. Berthold. Rummenigge. Riegel, Litbarski. Schön ausgetrickst den ersten, aber ja, und sie setzen nach, die deutschen Spieler.
Aber dieser Diogo ist nicht nur hart, sondern auch gut. Rossio. Batista. Jetzt kommen sie noch einmal. Förster. Rummenigge. Völler. Ja, ich glaube, er hat den Ellbogen von Gutierrez, dem Vorstopper, ins Gesicht bekommen. Aber rappelt sich wieder zusammen, der Rudi. Ramos. Und da Silva. Torabstoß. Noch 2 Minuten, wenn Schiedsrichter Christoph nicht nachspielen lässt. Hier in Querétaro noch immer gleißender Sonnenschein, unter dem auch die letzten Minuten dieses Spiels laufen. Und ich erfahre aus Deutschland, die Bild- und Tonausfälle sind auf ein schweres Gewitter in Mexico City zurückzuführen, von dem natürlich auch das internationale TV-Zentrum betroffen ist. Jeder. Nein, nein. Kein Foul. Immer wieder jetzt am Ball mit der 19, der frische Mann Ramos, ein offensiver Mittelfeldmann. Rummenigge gegen Batista, Foul. Die reguläre Spielzeit ist in wenigen Sekunden abgelaufen. Augenthaler, Berthold, Förster. Insgesamt haben sie ihre Sache wirklich gut gemacht, gekämpft, gefightet. Völler, der sich schon wieder gelöst hat, den Ball annehmen und kontrollieren kann. Ball ist noch im Spiel. Lipaski. Briegel. Immer noch Briegel. Ah, schade, ein bisschen zu lang gezogen. Santin. Gib mir das Telefon wieder.